Volle Gefühle und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ah, und rechts, links. Okay. Ich habe schon ein paar Videos aufgenommen. Ah, und rechts, links. Ich habe schon ein paar Videos aufgenommen, wie auch das Video ist jetzt auch schon voraufgenommen. Denn wir haben gerade mal Ostern und ich nehme es jetzt schon fürs Mittwoch auf. Und nein, ich verreise nicht. Hier nämlich ist der Wassertempel. Ich glaube, die Vision, was wir jetzt machen. Und das werden wir nicht das letzte Mal gesehen haben. Und dank der Sora-Rüstung können wir jetzt unendlich atmen. Wir bauen das. Wir werden sehen, ob ich diesen Screen sehen. Glaub mir. Denn das ist der schlimmste Tempel und der nervigste und die schlimmste Stelle im Spiel. Hör ich von sau vielen. Und das ist auch so. Wir machen einfach die Eisstiefel und abtut nach oben. Ich habe einfach gerade eben drei N64-Spiele hintereinander. Paper Mario, Banjo-Tooie und jetzt noch die Legend of Zelda Ocarina of Time. OMG. Hier brauchen wir eigentlich eine Bombe. Aber es gab nicht. Na gut, verstehe ich auch. Wie soll es funktionieren unter Wasser? Das wäre ja sonst unlogisch. Ich bin jetzt recht unsicher, welches Item wir hier kriegen. Jetzt ein Item. Oh, wenn ich mich recht entsinne. Spikey. Du bist Spikey, oder? Ich bin es, Roto, deine Braut, die Prinzessin der Soras. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich 7 lange Jahre warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Soras Reich ist eingefroren, alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Soras wurden noch nicht. Ich will sie retten, alle. Ich will Soras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst.
Spikey, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeig dir den Weg. Folge mir und beeil dich. Das habe ich teilweise wirklich nur aus Glück, wirklich nur aus Glück diesen Tempel hier geschafft. Und ich weiß, wie ich es machen kann. Ich weiß, es ist gar nicht so vorhergesehen, aber es ist mir auch egal. Ne? So, hier war das. No. Und man kann sie zerstören, während sie noch in der Steinfunktion sind. Karte? Ja, moin. Ah, sorry, war andere YouTuber. Im Prinzip. Rentkai nachgemacht, kurz. Geil. Ja, die Laurentkarte. Endlich. Erfahrungsbasiert. So, was sollen wir jetzt tun? Zelda Swinglied. Funktioniert ja vielleicht. Richtig, man muss Zelda Swinglied spielen. Schade. So. Wo sind Pfeile? Hier sind Pfeile. Die ersetzen wir mal gegen Radarbomben. Ja. Das wird kacke werden. Muss mit schnell sein. Wir haben es endlich geschafft. Okay, Pfeile. Vorsicht, vor der Killermuschel, jene liegende Klappmuschel scheint empfindlicher Punkt zu sein. Benutze eine Distanzwaffe.
Und eine kleine Truhe noch für uns. Und drin ist ein kleiner Schlüssel. Ja, wir haben es geschafft. Ich komme dann. Und hier ist nur noch Sand. Hier braucht mir Bomben, wenn ihr es erinnert. Diese Bomben werden jetzt auch gesprengt. Nein, lass los! Wird dieser Tempel wird wahrscheinlich am längsten dauern. Und wie man ihn besiegen kann, kann glaube ich jeder sich denken. Mit ein anderes Item gebe ich. Brauchen wir dazu was. Und da war einfach gerade Blut. Und schon wieder. Das wird sich da jetzt durch den ganzen Tempel ziehen. Elf Minuten. Oh, jetzt bauen wir auch eine Runde Hammer. Nee, bauen wir nicht. Aus der Zeit muss es gehen. Oder? Anscheinend ja doch nicht. Wir machen nichts Gutes. Das weißt du genau. Das war die Schwörerattacke, das wusstest du genau. Das hatte ich nicht vergessen. Geiler Salto und geiler Standbild. Unbedingt neue Fee-Energie, ey. Bomben. Ich stehe schon wieder. Und besser als gefährlichere Gegner, sag ich mal. Warte. Das reicht ja aus ohne. Ja, hat ausgereicht. Ach, das ist für später. Das ist für später. Denn. Egal was man da will, man kommt da nicht ran. Das ist für später. Das ist alles für später da. Probier es jetzt einfach da. Jetzt komm, ohne meine Schuhe da zu wechseln. Ja, hat auch geklappt. Geil. Warum erst gar nicht probieren da? Und es gibt nur eine Möglichkeit noch. Weiterzukommen, würde ich sagen, und zwar diese Möglichkeit hier. Das ist die einzige. Ja.
Hier ist es. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Ab hier. Dann halt hier. Und das Wasser steigt. Okay. Tschüss. Ich hätte wie so ein Wasser hier verändern. Und das reicht sogar jetzt schon. Ah, ja. Den Kompass. So. Hier kommen wir noch nicht weiter, würde ich schätzen. Wir haben noch keinen kleinen Schlüssel. Und hier, keine Ahnung. Nee. Das ist jetzt wirklich am meisten von Rätsel geprägt. Ach nein. Okay, hier brauchen wir nicht sein.
Die Zeit sagt schon fast wieder aus, die Maus sagt fast die Zeit. Bin ich jetzt realistisch. So. Nächster kleiner Schlüssel. Okay, bis jetzt läuft's relativ gut, wie ich finde. Ich würde jetzt sagen, ich verziehe mich hier. Scheiße. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.